Wir wollen heute, verehrte Damen und Herren, über den unstreitig bekanntesten Roman der chinesischen Literaturgeschichte sprechen. Den Roman Traum der Roten Kammer. Auf Chinesisch Hung Lo Meng. Das ist ein sehr pralles Werk aus den 30er Jahren des 18. Jahrhunderts. Die Zeit, in der in China die sogenannte Qing-Dynastie herrschte. Ein Familienroman mit Aufstieg und Niedergang eines stolzen Geschlechts, wie knapp 200 Jahre später in Deutschland die Buddenbrooks von Thomas Mann. Allerdings mit glücklicherem Ausgang, jedenfalls für den Helden des Romans. Sie können das Werk, Sie können den Hung Lo Meng, den Traum der Roten Kammer, als Liebesroman, als Sittengemälde, als Zeitdokument oder auch als Einführung in die spirituelle Welt des Daoismus und des Buddhismus. Das sind die beiden chinesischen Volksreligionen lesen. Naturgemäß können Sie es auch einfach als unterhaltende Geschichte runterschmökern. Allerdings entgeht Ihnen dabei die eine oder andere symbolische Anspielung und das wäre schon ein wenig schade. Bevor wir auf die Struktur dieser großen Erzählung eingehen, lassen Sie mich beispielhaft und kurz ein paar Worte nur zur Bedeutung der Farbe Rot in der chinesischen Symbolsprache verlieren. Traum der Roten Kammer. Ein vielleicht umständlicher, doch nicht völlig ins Abseits führender Weg. Denn Sie alle, verehrte Zuhörer, sind ein oder das andere Mal mit chinesischen Filmtiteln wie Die Rote Laterne, mit Hymnen wie Der Osten ist rot, bekannt geworden. Oder Sie erinnern sich vielleicht auch noch an die Roten Garden der chinesischen Kulturrevolution. Und auch, dass die chinesische Nationalflagge, also die Fahne der Volksrepublik China, der die Grundfarbe Rot trägt, ist Ihnen nicht fremd. Und Sie haben deswegen, völlig zu Recht, den schlummernden Verdacht, dass in China, wenn von der Farbe Rot die Rede ist, mehr auf dem Spiel steht als eine Verbeugung vor fremden Modellen des Sozialismus. Also, Sie haben recht. Mit der Farbe Rot hatte es in China schon von alters her ein besonderes Bewenden. Auf der chinesischen Bühne etwa ist der Mann mit der ganz auffällig roten Schminke ein ganz markant hervorgehobener Kerl, oft ein Kriegsgott. Glück und einen hohen Posten bedeutet er und damit gleichbedeutend Reichtum. Und das verspricht auch der Glücksgott in dem roten Gewand. Und jetzt kommen wir wieder ganz nahe zu unserem Roman, dem Traum der Roten Kammer. Die Nebenfrau eines Herrn dürfte erst dann rot tragen, wenn sie zum ersten Mal zum Gemahl geschickt wurde. Dieses Einkleiden oblag, nebenher gesagt, der sogenannten Hauptfrau. Wenn somit in China die Farbe Rot erwähnt wird, meine Damen und Herren, löst dieses kleine Zeichen ein kleines Feuerwerk von Assoziationen aus. Ich habe mich hier auf einen sehr delikaten Bruchteil beschränkt. Und wenn ein Roman den Titel Traum der Roten Kammer trägt, darf der Autor damit rechnen, einer besonderen Aufmerksamkeit seines lesenden Publikums gewiss zu sein. Traum der Roten Kammer. Halten Sie mich jetzt bitte nicht für pedantisch, meine Damen und Herren, doch ich muss auch noch zwei, drei Sätze zu dem Wort Kammer sagen. Das Wort klingt heimlich, was aber im chinesischen Original gemeint ist, ist kein Stübchen, sondern der obere Teil eines einstöckigen Hauses. Damals, so um 1730, das ist die Zeit, in der die Handlung spielt, hatten nur die allerwenigsten chinesischen Häuser ein Obergeschoss. Also wir reden jetzt vom Norden, von Peking, dem Ort des Geschehens. In Peking durfte ohnehin kein Haus höher sein als die Mauern um die verbotene Stadt. Es wäre also hilfreich, wenn Sie sich beim Namen Traum der Roten Kammer statt einer kleinen Kammer gleich ein Stockwerk vorstellen. Ein Stockwerk, in dem vornehme Damen wohnen. Im vorliegenden Fall die vornehmen Damen der Familie Jia. Dieser Name Jia ist bereits ein kleiner Schlüssel. In China spielt man gerne mit gleichlautenden, doch verschieden geschriebenen Wörtern. Und wenn man diesen Namen Jia ein klein wenig anders schreibt, bedeutet er Erfindung. Etwas Erfundenes.
Und somit haben wir schon gleich zu Anfang den Hinweis auf eine Erfindung, vielleicht auch, siehe der Titel, den Hinweis auf einen Traum. Doch das soll erst einmal als philologischer Hinweis reichen. Zur Geschichte dieser Familie Dia gehörte zu den bedeutendsten Sippen der Hauptstadt, wurde vor Generationen schon geadelt und ist jedenfalls zu Beginn der Geschichte unermesslich reich. Und sie zeigt diesen Besitz auch gerne vor. Der Erbe, der Stammhalter, heißt Bao Yu. Das bedeutet wertvolle Jade. Eine Anspielung darauf, dass er mit einem hell schimmernden Jadestein auf der Zunge das Licht der Welt erblickte. Dieser Bao Yu, ich bleibe jetzt beim chinesischen Namen, ist ein wenig aus der Art geschlagen. Er ist nämlich seinem Wesen nach eher ein den Künsten gegenüber aufgeschlossener junger Mann, intelligent, doch eigenwillig. Das Studium der konfuzianischen Klassiker findet er langweilig, sehr zum Verdruss seines Vaters. Und dazu muss ich schnell erklären, dass dieses Studium der sogenannten, sie hießen vier klassischen Bücher, also die grundlegenden konfuzianischen Texte, wenn denn durch eine erfolgreiche Prüfung nachgewiesen, dass dieses Studium damals die Voraussetzung für eine Karriere im Staatsdienst war und andere respektable Karrieren gab es im kaiserlichen China nicht. Wenn also der Stammhalter einer bedeutenden, reichen Familie seinem Vater signalisiert, Konfuzius interessiert mich überhaupt nicht, dann war das so etwas, als hätte, sagen wir, ein Hohenzollern-Spross in jener Zeit zu seinem Vater gesagt, lieber Papa, tut mir leid, aber Militär ist nicht so mein Ding. Dieser Bao Yu, unser Held, liest lieber Romane, Erzählungen, das, was man im Chinesischen kleines Gerede nennt. Und er verehrt die Klassiker des Daoismus. Die steifen Hofbeamten, die im Haus seiner Eltern verkehren, sind ihm ein Groll. Ohnehin hält er Männer für fantasielose. Man kann auch sagen, spießiger als Frauen. Frauen sagt er an einer Stelle, Frauen sind klar wie Wasser, Männer so trübe wie Schlamm. Das kann, das muss man aber nicht so sehen. Aber auch deswegen hält sich Bao Yu gern im Bereich der roten Gemächer auf. In jenen den Frauen zugewiesenen Teilen der Residenz. Seine große Liebe gehört einer Cousine, gehört der Cousine Dai Yu. Dai bedeutet in diesem Fall dunkel und Yu, aber das wissen Sie schon, Yu heißt die Jade. Er verliebt sich also, oder sagen wir, es verliebt sich also die wertvolle Jade, unser Held, in die dunkle Jade, seine Cousine. Durch dieser Liebe ist kein Glück beschieden. Heiraten muss er stattdessen eine andere Cousine. Sie heißt mit Vornamen wertvolle Tugend und verhält sich auch entsprechend. Höflich, liebevoll, zurückhaltend, den Erwartungen der Konvention entsprechend, welche die feine chinesische Gesellschaft einer jungen Dame damals entgegenbringt, die in ein vornehmes Haus wie das der Dia einheiratet. Die dunkle Jade, die andere Cousine, steht für den Traum unseres Helden von Kunst, von Wildheit, vom Durchbrechen aller Konventionen. Kein Wunder, dass dieser Beziehung in einer strengen konfuzianischen Gesellschaft kein Glück beschieden sein kann. Und damit ist gleichzeitig das Dreieck der Spannungen beschrieben, die unseren Held bewegen werden. An die Anforderungen der Gesellschaft, der Familie, der Tradition und die Lust zum Ausbruch und die Möglichkeit, vielleicht die Möglichkeit eines Kompromisses. Aber es wäre, meine Damen und Herren, zu einfach, den Roman in dieser kurzen Zusammenfassung nur auf die gerade erwähnten drei Hauptgestalten zu beschränken. Denn unser Autor führt uns mit einem für die Zeit beispiellosen Einfühlungs- und Ausdrucksvermögen ein gutes Dutzend unvergesslicher chinesischer Frauengestalten vor. Ich sagte jetzt gerade chinesischer Frauengestalten, man kann aber auch von universalen Typen von weiblicher Erscheinung reden, die jede auf ihre Art eine Möglichkeit des Frauseins verkörpern. Skeptisch und humorvoll,
derb, listenreich und etwas antriebsschwach, versponnen, heiter und auch eine Spur selbstverliebt. Aber das, was für diesen Roman so kennzeichnend ist, Porträt für Porträt mit unverkennbaren, mit individuellen Zügen ausgestattet und jeweils in einen Handlungszusammenhang gesetzt, der aus ihnen, aus diesen Figuren, nicht Scherenschnitte, nicht irgendwelche Puppen, sondern lebendige Figuren macht. Sehr viel lebendiger jedenfalls, als, Sie erinnern sich, die eingebundenen Füße, die uns zum ersten Mal in den Sinn kommen, wenn wir an chinesische Frauen der damaligen Zeit denken. Sie sehen, meine Damen und Herren, in diesem Roman wird, wie bei einem Fächer, das Bild einer Gesellschaft entfaltet. Ganz auseinandergezogen und mal näher ans Auge gerückt, mal weiter vom Körper gehalten. Und so nahe werden Sie in keinem anderen chinesischen Text, jedenfalls in keinem, der Ihnen in einer deutschen oder westlichen Übersetzung vorliegt, werden Sie diesem Segment der chinesischen Gesellschaft, diesem Teil der chinesischen Gesellschaft jener Zeit und ihren Gefühlen je näher kommen. Historisch betrachtet ist es übrigens eine, sagen wir, vorläufige Endzeit, diese Zeit in China. Noch empfinden die Europäer jener Zeit Bewunderung für China, wollen die chinesischen Seelen durch Taufen, durch christliches Taufen vor dem Höllenfeuer retten, erfreuen sich an den Höfen ihrer Fürsten in Potsdam, Dresden, Nymphenburg oder Versailles an Chinoiserien. Das sind diese Nachbildungen des chinesischen Geschmackes, Porzellantässchen oder kleine Pavillons im Garten. Doch lange wird das nicht mehr dauern, bis sich der Westen über das Land, über das Königreich, über das Kaiserreich China hermacht und der Tradition, dieser Tradition, wie sie in diesem Roman, Der Traum der Roten Kammer, beschrieben wird, ein Ende bereitet. Auch deshalb lege ich Ihnen die Lektüre des Traum der Roten Kammer so ans Herz. Sie wollen naturgemäß wissen, wie das jetzt weitergeht. Die Geschichte mit dem jungen Mann, den zwei Cousinen, dem störrischen Vater. Aber diesen Gefallen kann ich Ihnen schon deshalb nicht erweisen, weil ich ja will, dass Sie den Roman lesen. Lassen Sie mich daher nur andeuten, dass es in der Familie deswegen nicht zu einem guten Ende dieser Geschichten kommen kann, weil die Patriarchin, vielleicht die einzige unangenehme Frau in diesem in dieser Sammlung schöner weiblicher Erscheinung, weil diese Großmutter eher der Typ Stahlnagel auf einen ziemlich zweifelhaften Charakter als Partner in Geschäftsdingen setzt, dieser Partner lässt sich auf Korruptionsgeschäfte ein, das Vermögen der Familie wird aufs Spiel gesetzt und nicht nur das Vermögen, sondern der gute Ruf, mithin die alles entscheidende Position am kaiserlichen Hof. Unser Held kann sich diesem Schicksal nicht entziehen. Und so viel sei hier verraten, es ist kein Ausgang, der uns so richtig schwermütig stimmen muss. Heute wissen wir, meine Damen und Herren, aus welchen verschiedenen Teilen der Roman bestand, als er erstmalig in den Druck ging. Es besteht auch kaum noch Zweifel, dass der Autor Cao Xueqin der einzige Autor war. Das heißt, philologisch ist einiges geklärt. Nur mit der deutschen Übertragung ist man nicht so völlig glücklich. Der Übersetzer musste damals vom Übersetzen leben, selten eine gute Voraussetzung für eine sorgfältige Arbeit. Sagen wir es höflich, er marschierte eher durch den chinesischen Text oder er ließ sich vom Original inspirieren, eher als leiten. Aber das stört Sie nur, meine Damen und Herren, wenn Sie die Übersetzung am chinesischen Original messen. Und da sind wir natürlich in der heutigen Sendung, nach der heutigen Sendung, vielleicht schon ein Stück weiter. Denn noch einmal, Sie erinnern sich, Yu bedeutet Jade. Baoyu ist die wertvolle Jade. Daiyu die dunkle, die schwarze Jade. Wir werden darauf zurückkommen.